Es ist Herbst geworden. Das wechselhafte Wetter, das dieses ganze Jahr geprägt hat, setzt sich fort. Ja, ein Tag, wo man so recht die Vorzüge des Gewächshauses spürt. Die Masse der reifen Früchte findet sich jetzt im oberen Bereich der Pflanzen. Na, ich glaube, heute hört's nicht mehr auf. Goldene Oktobertage bald darauf lassen den Garten noch einmal im schönsten Licht erscheinen. Rekordgurken gibt's immer noch die ein oder andere. Längere Sonnenperioden lassen die Tomatenpflanzen noch einmal kräftig austreiben. Doch die Erfahrung lehrt, was jetzt noch blüht, wird in unseren Breiten nicht mehr reif. Die grünen Früchte brauchen Luft und Licht. Die Beförderung ihrer Reife hat absoluten Vorrang. Auslichten ist das Gebot der Stunde. Und ernten natürlich. Die Mulchdecke setzt sich bei diesem Wetter hervorragend um. Viel ist es nun nicht mehr, was im Gewächshaus noch reif wird. Ein Regentag voll herbstlicher Melancholie. Zwei Tage später sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und ich ernte die roten Äpfel. Die Kraniche als Vorboten des Winters ziehen über unser Dorf. In der südlichen Feldflur lassen sie sich von Aufwinden in die Höhe heben. Am Monatsende ist es soweit, die erste richtige Frostnacht. Sie bedeutet eine entscheidende Zäsur im Gartenjahr. Manche einjährige Sommerblume hat die Nacht nicht überstanden und meine Frau lagert die gesäuberten Töpfe ein. Auch für die Zucchini ist jetzt Schluss.
Gemeinsam räumen wir dann das Gewächshaus leer. Der Schlusspunkt unter eine arbeitsintensive, aber auch erfolgreiche Saison. Gewächshaus und Hochbeet perfekt? Ja, das geht. Na, die lassen wir aber noch. Die beiden Gewächshausfenster werden für 4,5 Monate geschlossen und zusätzlich gesichert. Von Zeit zu Zeit kommt hier nämlich im Winter mal einer vorbei und der heißt Orkan. Und wenn er kommt, dann gibt's kein Halten mehr. Heute die letzte Gurke. Midi, wie gehabt. Und tschüss.